Die Freiwilligen, Teil 2. Dient jetzt dem König in der Schlucht von Sonjara, knurrte Murtra, während sie grimmig mit dem Lappen über die Tischplatte wischte. Diego brachte seinen Met in Sicherheit. Lester? Fragte er zweifelnd und nahm auch den Säbel vom Tisch. Bist du dir sicher, dass wir vom gleichen Mann sprechen? Der Lester, den ich meine, hat eine Glatze und Tätowierungen im Gesicht. Murtra nickte unwirsch mit dem Kopf. Ist nicht der Einzige, der jetzt dem König dient, zischte sie und ließ ein Ende ihres Lappens auf Eichenholz knallen. Haben auch die Fischer mitgenommen, die elenden Hunde und die Holzfäller. Sie warf sich den Lappen über die Schulter. Wutkalter Schweiß stand ihr auf der Stirn. Die ganze verdammte Stammkundschaft haben sie mitgehen lassen. Mir bleiben nur Rauter und die Gegenkämpfer, die nicht da waren, an dem Tag, und Reisende. Aber wer reist schon bei dem Krieg, dem Verfluchten? Diego legte den Säbel zurück auf den Tisch. Wann war das? Vor 2 Tagen, um die Mittagszeit. Eigenartig, murmelte Diego und nippte geistesabwesend an seinem Met. In Stuark war kein Gerede davon, dass sie jetzt auch einfache Leute einziehen. Waren auch keine Soldaten von Stuark dabei, knurrte Murtra. Nur welche vom Silbersee. Gerwarnsmänner, sagte Diego nachdenklich und nahm noch einen Schluck vom Met. Murtra nickte. Haben was von freiwillig erzählt, aber keinem der Männer eine Wahl gelassen. Diego betrachtete Murtra mit scharfsinnigen Augen. Vielleicht will sich Gawan an Rengdek rächen, weil sich die Stuarker auf ihrem Felsen verschanzen, statt ihm in der Schlucht von Sonjara beizustehen. Kann er doch nicht machen, keifte Murtra. Diego lächelte nur. Er ist Esons Bruder und befehligt die königlichen Truppen im Westen der Insel. Wer will's ihm verbieten? Murtra schwieg. Der König hat's ganz sicher verboten, wenn er nicht belagert und abgeschnitten wäre, dachte sie. Ist schließlich ein achtbarer Mann, der seine Leibärzte geschickt hat, um Belgor zu retten. Diego leerte den Becher. Welchen Weg haben sie genommen? Durch Sumpfland, antwortete Murtra. Will's auch dem König dienen, was? Diego grinste. Nein, sagte er lachend. Aber vielleicht kann ich sie einholen. Kannst du vergessen, erwiderte Murtra und nahm den leeren Becher an sich. Keiner braucht 2 Tage bis zur Schlucht von Sonjara. Die sind längst dort und am Kämpfen. Diego erhob sich und fischte ein paar Goldmünzen aus seinem Beute. Wer weiß, sagte er, während er die Münzen in den Becher fallen ließ. Vielleicht haben sie im Sumpfland Halt gemacht, um noch mehr Männer in den Dienst des Königs zu zwingen. Murtra lugte argwöhnisch über den Becherrand und zählte das Gold. Die Magier, mutmaßte sie. Diego schüttelte den Kopf. Es leben noch andere Menschen im Sumpf, sagte er. Wenn sie so etwas wie hier im Baum versuchen, senkt ihnen Milton die Rüstungen vom Leib und treibt sie mit seinem Feuer zurück in den Sumpf. Weiß, was Trinkgeld ist, der Pirat, dachte sie und knurrte zufrieden. Wer ist dieser Milton? Diego war schon auf dem Weg zur Tür. Ein Freund, erklärte er beiläufig. Einer der 3 Großmeister von Tushu. Aha, ein Großmeister. Murtra machte große Augen. Muss wichtig sein, der Pirat, dachte sie. Sonst hätte er nicht solche Freunde. Diego zwinkerte ihr aufmunternd zu. Dann zog er die Tür auf und trat über die Schwelle. Lester? Hörte Murtra ihn gleich darauf zum 2. Mal an diesem Tag fragen. Sie spähte neugierig aus dem Fenster und sah Diegos tätowierten Freund auf dem Hof. Du klingst erstaunt, bemerkte Lester. Ich dachte, du dienst jetzt dem König in der Schlucht von Sonjara, schmunzelte Diego und klopfte Lester auf die Schulter. Oh, das wäre nichts für mich, erwiderte Lester. Dafür hätte ich auch gar keine Zeit. Er ging an Diego vorbei und kam zu Murtra in den Schankraum herein. Irgendwas stimmt nicht, dachte Murtra, musterte Lester mit zusammengekniffenen Augen. Dann erkannte sie, was es war. Geronnenes Blut klebte ihm an der Stirn und auch seine Kleidung wies Flecken auf, die Murtra am Blut denken ließ. Diego schien das Blut ebenfalls bemerkt zu haben.
Er folgte seinem Freund in den Schankraum und sah ihn aufmerksam von Kopf bis Fuß an. »Wie bist du ihnen entkommen?« fragte er bald darauf. Lester lächelte. »Ich habe mit ihnen geredet.« Diego schaute ihm skeptisch ins tätowierte Gesicht. »Tatsächlich?« fragte er. »Ja«, sagte Lester mit sanfter Stimme. Mutra glaubte ihm kein Wort, zumal sie den Streitkolben, der an seinem Gürtel hing, genau sehen konnte. Als Lester das letzte Mal in ihrer Taverne gewesen war, war der Streitkolben blitzblank gewesen. »Benutzt ihn nie«, hat er gesagt. Jetzt haftete Blut am eisernen Kopf des Streitkolbens. »Der Offizier sah nicht so aus, als würde er mit sich reden lassen«, tönte Murtra. »Ich habe auch nicht mit dem Offizier gesprochen«, erwiderte Lester, »sondern mit dreien seiner Soldaten.« »Und der Offizier hatte nichts einzuwenden?«, fragte Diego. »Nun, mein Freund, er war nicht dabei«, erklärte Lester. »Ich hatte mir das Bein verstaucht und wir waren etwas zurückgefallen hinter einer Biegung und...« »Hat kein bisschen gehumpelt, als er über den Hof gegangen ist«, dachte Murtra, aber sie schwieg. »Naja«, fuhr Lester fort, »da habe ich eben mit ihnen geredet, von Mann zu Mann.« »Muss ein hitziges Gespräch gewesen sein«, sagte Diego, mit dessen Lippen ein amüsiertes Lächeln umspielte. »Wie kommst du darauf?« Diego deutete mit der Hand auf Lesters Stirn. »Du hast geblutet.« Lester griff sich an die Stirn und zerrieb Blutkrümel zwischen den Fingern. »Oh«, sagte er, »das ist nicht von mir.« Lester gesellte sich zu ihm und wechselte behende das Thema. »Du musst es wissen«, sagte Diego und setzte sich ebenfalls an den Tisch, wo er vorher gesessen hat, und grinste seinen Freund an. »Wo ist Gorn?«, fragte Lester. Das Grinsen in Diegos Gesicht wurde breiter. Er lehnte sich im Stuhl zurück. »In Stuark«, sagte er. »Was treibt er dort?«, fragte Lester. Diego antwortete nicht. Stattdessen wandte er sich Murtra zu, deren Augen vor Neugier funkelten. »Zwei Mägd wären gut, und ich glaube, mein Freund hier könnte etwas von deinem Eintopf gebrauchen.« Murtra knurrte mürrisch. Dann stapfte sie leise vor sich hin, grollend in die Küche, während sie die Mägd und den Eintopf richtete. Sprachen die beiden Männer weiter, aber was sie genau sagten, konnte Murtra nicht hören. Dafür saßen sie zu weit von der Anrichte entfernt. Nur einzelne Wörter drangen an Murtras Ohren und nährten ihre Neugier. Leibwächter konnte sie hören und Rennweg und Verrat. Und einmal glaubte sie, Diego sagen zu hören, er vertraue niemanden, schon gar nicht einem Baron. Als sie fertig war und an den Tisch zurückkehrte, hatten die beiden Freunde das Thema gewechselt. »Ich segle nach Sitarif«, erzählte Diego und nahm Murtra einen Metbecher ab. »Mal sehen, ob ich Hagen und Lee in die Suppe spucken kann. Und du?« Murtra stellte den zweiten Becher und den dampfenden Eintopf vor Lester auf den Tisch. »Ich kehre ins Sumpfland zurück«, antwortete Lester. »Vielleicht kann ich Milton etwas unter die Arme greifen. Und natürlich versuche ich, dieselbe Suppe zu spucken. Wie du, mein Freund. Nur aus einer anderen Richtung und auf eine andere Weise.« Er zwinkerte Murtra freundlich zu. »Etwas Brot zum Eintopf wäre noch gut«, sagte er. Murtra nickte verdrießlich mit dem Kopf und stapfte zurück in die Küche. Noch bevor sie das Brot geschnitten hatte, wurde es laut auf dem Hof. »Darauf wird erstmal richtig gesoffen, richtig!« hörte sie Rauter rufen. Ein mehrstimmiges, begeistertes Grölen folgte seinem Ruf. »Jetzt ist Essig mit dem Lauschen«, erkannte Murtra. Dann strömten die Gildenkämpfer in den Schankraum und riefen nach Met. Murtra nahm sich den Lappen von der Schulter und pfefferte ihn auf die Anrichte. »Erst das Brot, dann der Met«, seufzte sie leise. Immerhin war ein Teil ihrer Stammkundschaft wieder in der gespaltenen Jungfrau eingekehrt.